Moin Leute, ja, heute geht es nochmal ums iTech von John Deere, wie man ja, eine Feldgrenze anlegt, eine Vorgewendegrenze und wie man ausgewählte Spuren, zum Beispiel Leitspuren, im Autotrack farblich markiert. So, hier seht ihr das mal, wie das fertig aussieht. Also wir haben ganz normal unsere Autotrack-Spuren, wir haben das lilane, das ist die Feldgrenze. Dann haben wir das gelb gestrichelte, das ist die Vorgewendegrenze. Und dann haben wir hier ja, meine Fahrspuren. Und ihr seht ja, jede zweite Spur ist blau und jede zweite Spur ist grün. Ja, wie kann man sich das jetzt einstellen? Wir müssen erstmal Autotrack anmachen, na klar. So, dann gehen wir mal in unsere Anwendungen, rufen mal das Autotrack-Lenksystem auf. So sieht das dann ja aus. Und dann gehen wir hier oben auf diesen Pfeil mit dem Punkt hier. Da sind ja die Autotrack-Einstellungen, da klicken wir mal auf. So, dann haben wir hier unsere Einstellungen, die wir tätigen können. Dann gehen wir mal nach unten. Und dann können wir hier einstellen, ob uns Fahrgassen angezeigt werden. Also ob wir Autotrack-Spuren farblich markieren wollen. Haben wir jetzt eingeschaltet, das müsst ihr einschalten und dann können wir hier unseren Fahrgassenabstand eingeben. Meinetwegen 6, also 6 Spuren. Ich werde jetzt die Fahrgassen mal ausmachen. So, die sind aus. Und jetzt seht ihr, jetzt sind alle Spuren blau. Außer halt die Spur, wo mich der Trecker als nächstes reinlenken würde. So. Moment. Mache ich die Fahrgassen wieder an, dann sehen wir jetzt hier wieder unsere Fahrgassen markiert in grün. Wie sieht das jetzt aus? Ich kann ja mal einfach eine AB-Linie anlegen. Neue Spur, AB. Ja, dann können wir jetzt hier auswählen, ob wir unsere, die Fahrgassen anzeigen lassen wollen. Ja, wollen wir. Fahrgassenabstand haben wir angegeben, ist 6. Okay. Ich mache jetzt hier einfach irgendeine Spur. So, A. B. So, jetzt kommt das Fenster hier. Und hier ist jetzt der voreingestellte Wert. Also jede sechste Spur, ne, seht ihr auch, jede sechste Spur ist denn grün. Hier kann ich das aber jetzt auch nochmal verändern. Ich kann jede achte machen oder halt jede zweite. Bleiben wir mal bei jeder sechsten. Okay. So, und jetzt seht ihr ja hier, jetzt stehe ich gerade auf einer Fahrgassenspur und jede sechste Spur ist jetzt grün. So, jetzt wissen wir schon mal, wie wir uns da die Fahrgassen farblich abheben können. Ist zum Beispiel einfach beim Drillen, ne? Wenn eine Fahrgasse ist, dann muss die Drille eine Fahrgasse drillen. Und wenn ich dann halt auf einer grünen Spur bin, dann weiß ich, ist alles in Ordnung. So, jetzt kommen wir mal zu den Feldern und Feldgrenzen. Dafür haben wir hier ein Feld, da klicken wir mal rauf. Jetzt sehen wir ja hier, die Feldgrenze ist schon eingefahren. Wenn wir jetzt das Vorgewende ändern wollen, also die gelb gestrichelte Linie hier, dann gehen wir einmal hier auf Feldgrenzen, klicken drauf. Dann sehen wir hier Vorgewende, gleichbleibender Versatz. Ja, können wir das jetzt noch ändern, ob uns das Vorgewende einmal komplett rundherum angezeigt werden soll oder nur oben und unten. Und dann können wir jetzt hier eingeben, wie weit die Vorgewendegrenze nach innen kommen soll. Sagen wir mal 20 Meter. Okay. Speichern. So, das bedeutet, jetzt haben wir zwischen der Feldgrenze und der gelb gestrichelten Linie einen Abstand von 20 Metern. Das heißt, wenn ich das Feld runterkomme und ich will immer das Anmoogerät beispielsweise bei 20 Metern an der gleichen Stelle ausheben, dann sehe ich, okay, hier ist die gelbe Linie, hier muss ich das Gerät ausheben. Und habe dann nachher entsprechend ja, keine großen Überlappungen etc., wenn ich das Vorgewende bearbeite.
Ja, und bei Felder und Feldgrenzen, da können wir auch diese lilane Feldgrenze einfahren. Also damit wir eine Vorgewende, ein Vorgewende einzeichnen können, müssen wir natürlich eine Feldgrenze eingezeichnet haben. Da gehen wir mal auf Schläge, auf neuer Schlag. Das ist der Schlagtest. Okay, speichern. Dann gehen wir auf Feldgrenz, warte mal. Aktuelle Position, müssen wir jetzt den Schlagtest auswählen. Okay, dann, so sieht das aus, wenn ihr einen komplett neuen Acker habt. Vermessung erstellen. Dann machen wir eine gefahrene Vermessung erstellen. Okay, jetzt fragt er uns, also wir haben gerade ein Anbaugerät dran, das ist 4 Meter breit. Ich will die Feldgrenze jetzt mit der linken äußersten Maschinenhälfte aufnehmen. Ich könnte die jetzt auch mit der rechten äußersten Maschinenhälfte aufnehmen. Ich würde es aber mit der linken machen. Da unser Anbaugerät 4 Meter breit ist, Mitte des Schleppers zur Außenseite haben wir 2 Meter. Das könnten wir hier jetzt ändern, 2 Meter. Und wenn ich jetzt auf Aufnahme starten drücke, dann fahre ich mit genau mit der Ecke, also mit der Seite von der Maschine, genau hier an der Feldgrenze lang, einmal komplett um den ganzen Schlacht umrum. Und so erstellen wir dann die lilane Feldgrenze. Wie gesagt, wenn wir eine Feldgrenze haben, dann können wir hier im Autotruck uns die Vorgewendegrenze erstellen. Und wie ihr euch die Fahrgassen einzeichnet oder anzeigen lasst, das habe ich euch erklärt. Hier müsst ihr das aktivieren und dann könnt ihr euren Fahrgassenabstand vorwählen. Wenn ihr eine AB-Linie eingefahren habt, dann werdet ihr nochmal gefragt, ob ihr den Fahrgassenabstand bei 6 Fahrgassen lassen oder 6 Spuren lassen wollt. Und da könnt ihr das dann auch nochmal umstellen. Ja, dann wurde ich von euch noch gefragt, wie das mit der Bedeckungskarte ist. Das werde ich euch jetzt auch einmal zeigen. Dazu gehen wir einmal nochmal ins Autotruck. So, und jetzt seht ihr hier die Bedeckungskarte. Die Bedeckung ist dieses blaue. Das heißt, überall, wo ich fahre, sieht man ja hier, hier habe ich jetzt gerade eingesetzt, bin ein Stück gefahren. Überall, wo ich fahre und den Acker bearbeite, wird mir das angezeigt. Hellblau eine Überfahrt und wenn es dunkelblau wird, wie hier zu sehen, dann bin ich da zweimal rüber gefahren. Das kann ich mir einstellen. Wenn ich jetzt das Gerät aushebe, das mache ich mal, dann piept es einmal. Ich fahre jetzt ein Stück vor. Seht ihr, hier wird die Bedeckung nicht mehr aufgezeichnet, weil das Anbaugerät jetzt ausgehoben ist. Wie stelle ich mir das ein? Dazu gehen wir einmal in den Gerätemanager. Wir haben unser Gerät eingespeichert, den Lampenkompaktor. Das habe ich euch ja mal gezeigt, wie man das macht. Und da haben wir jetzt hier den Punkt Aufnahmeauslöser. Da gemeint ist der Aufnahmeauslöser für die Bedeckung. Da habe ich jetzt das Heckhubwerk ausgewählt. Ne, könnt ihr jetzt euch auswählen, ob ihr das Heckhubwerk nehmt, das Fronthubwerk, die Heckzapfwelle, die Frontzapfwelle oder das Steuergerät. Bei mir macht es halt Sinn, weil ich ein Bodenbearbeitungsgerät dran habe, wenn ich die Heckhydraulik betätige, also runterlasse, dann wird die Bedeckung aufgezeichnet. Ich könnte auch ein Steuergerät nehmen, Steuergerät 1. Wenn ich jetzt das grüne Steuergerät 1 betätige, dann wird die Bedeckung aufgezeichnet. Ich weiß jetzt nicht, wann die Bedeckung aufgezeichnet wird, wenn ich den Hebel nach oben betätige oder nach unten, keine Ahnung. Das macht der Trecker selber. Ja, wenn das bei euch nicht hinhaut, dann müsst ihr eventuell die Schläuche umstecken. Da weiß ich jetzt aber auch nicht genau Bescheid. Ich habe aber das Heckhubwerk. Speichern. Okay. So, und wenn ich das Gerät jetzt runterlasse, zack, dann piept der Hammel, dann wissen wir, okay, das Gerät ist unten, die Bedeckung wird aufgezeichnet. Und wenn ich jetzt vorwärts fahre, wird die Bedeckung aufgezeichnet. Und das sehen wir auch hier unten, ne? Also Arbeit an. Wir sind jetzt gerade auf Bedeckung aufzeichnen, weil wir das Heckhubwerk unten haben.
Und dann können wir hier auch nochmal den Auslöser dafür bearbeiten. Ja, so viel jetzt erstmal wieder zum Autotruck und so weiter an Einstellungen. Ja, probiert es einfach mal aus. Ich hoffe, das Video hat geholfen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein!